Wir wollen jetzt kurz eine zweite in der Geriatrie sehr wichtige Erkrankung skizzieren. Das ist die Depression, die auch mit einer demenziellen Entwicklung einhergehen kann. Warum ist das so? Weil viele Patienten, viele ältere unserer geriatrischen Patienten, erst im Krankenhaus in dieser ungewohnten und für sie doch nicht gewollten Umgebung realisieren, welche Verluste sie nicht nur an den körperlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, zum Beispiel nach Knochenbrüchen, nach einer Lungenentzündung, einer schweren intensivstationären, behandlungspflichtigen Lungenentzündung oder bei Herzschwäche, sondern auch an geistigen Fähigkeiten. Und durch die Realisierung dieser plötzlich für sie auftretenden Defizite kommt es zu einer Verschlechterung oder zum Ausbruch, wie wir sagen, einer akuten depressiven Situation, Stimmung. Hier müssen wir unterscheiden. Bei der depressiven Episode, Depression, ist das Hauptmerkmal einmal die Stimmung, aber zum Beispiel nicht die eigentliche Trauer. Wir kennen alle, wir wissen, wenn wir Verluste in der eigenen Familie haben, dann trauern wir. Das ist eine normale Reaktion. Hier verstehen wir unter einer depressiven Stimmung eine Leere, eine innere Leere. Die Patienten fühlen sich nutzlos. Sie wissen nicht mehr, was sie mit sich anfangen sollen. Dazu kommt dann natürlich im Folge dieser inneren Leere eine Antriebslosigkeit. Die kann bis dahin sich ausbreiten, dass die Patienten gar nicht mehr in der Lage sind, körperlich auch etwas zu machen. Und es kommt dann dazu die Freudlosigkeit, die sich dann niederschlägt in einer Interessenlosigkeit. Das sind drei der Hauptmerkmale für eine akute Depression. Dazu kommen natürlich dann noch weitere Symptome, die ich hier im Einzelnen nicht eingehen möchte. Es ist aber wichtig, dass wir solchen Patienten nicht nur medikamentös helfen, dadurch, dass wir frühzeitig ihnen auch ein Antidepressivum, also ein Medikament, das spezifisch die Stimmung aufhält, geben, sondern dass wir sie aktiv in die Behandlung mit einbeziehen, in unserer sozialen Teilhabe-Ecke, so haben wir das hier im Asklepios Klinikum Lindau, oder auch in den Therapiegesprächen, die wir mit den Patienten täglich durchführen.